Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 30. September. Heute haben wir dabei Twitter, Google Maps, Sonos, Google Meet und Telekom Streamon. Beginnen tun wir mit Twitter. Die Twitter-Sprachtweets wurden ja schon vor Monaten angekündigt. Ein paar hatten sie auch schon. Und jetzt wird zumindest für die iPhone-Nutzer unter iOS, also iPad geht natürlich auch dann wahrscheinlich, diese Funktion auch langsam ausgerollt. Ja, also sprich, nicht jeder kriegt es direkt. Ein paar kriegen es, ein paar kriegen es morgen, ein paar kriegen es übermorgen. Das kennen wir ja mittlerweile, dieses gestaggerte Rollout von Features in diversen Apps. Und das führt uns auch schon zur nächsten App. Da ist das nämlich genauso. Und zwar geht es jetzt diesmal um Google Maps für Android. Also da bekommen die Nutzer jetzt auch den Dark-Modus ausgerollt. Der war ja auch schon angekündigt Anfang des Monats. Und ja, die ersten haben ihn schon. Manche werden ihn heute kriegen, manche übermorgen. Wartet ab. Vielleicht wartet ihr auch gar nicht drauf, weil es euch nicht interessiert. Dann ist es euch eh egal. Und das dritte Thema, das ist mal ein manueller Prozess, denn es gibt ein Update, das muss dann angestoßen werden, für Sonos. Und zwar die Firmware-Version 12.1, die bietet halt einen neuen, einfacheren Einrichtungsprozess und Unterstützung für Alexa-Routinen und noch diverses mehr, wie zum Beispiel eine Setup-Karte, die es erlaubt, Features für diverse Sonos-Produkte zu aktivieren. Stereo-Funktionalität soll auch verbessert sein, wenn man zwei Sonos-Speaker zusammenschaltet als Stereo-Paar. Ganz viele anderen Krimskrams, schaut euch mal an. Das Interessanteste ist aber wahrscheinlich wirklich die Integrierung von Alexa und die Optimierung der Alexa-Routinen. Sprich, dass man Sprachausgaben von der Alexa auch auf einen Sonos-Lautsprecher routen kann. Das gucke ich mir auch mal ein bisschen genauer an und vielleicht richte ich dann einmal das ganze System nochmal neu ein, weil Sonos läuft ja schon seit längerer Zeit nicht mehr so richtig rund und vielleicht bringt ein Aufsetzen von Scratch mal etwas. Ansonsten, wenn ihr Sonos habt, probiert's, spielt das Update ein. Vielleicht bringt es euch was. Springen wir zum nächsten Thema, Google Meet. Das hatten wir ja schon am Montag, denn da ist heute der 30. September und das Ende der kostenlos ohne Ende Phase ist so, ja, steht vor der Tür. Sprich, man kann nicht mehr unendlich lange Google Meet Videocalls machen, sondern in der kostenlosen Variante nur noch 60 Minuten, was ja für die meisten reicht. Ja, und was ist? Was passiert? Google rudert zurück und sagt, komm, wir sind immer noch mitten in der Corona-Phase. Das bedeutet auch jetzt noch Urlaubsphase und man kann vielleicht nicht reisen und möchte mit den Lieben halt stundenlang Videokonferenzen machen. Ja, deswegen verlängern wir das. Und zwar bis zum 31. März 2021 weiterhin unendliche Meet-Video-Calls, in Anführungsstrichen, also nach 24 Stunden ist Schluss. Ich weiß ja schon nicht, wer länger als eine Stunde braucht, zumindest im Business-Kontext. Privat, fair enough, haben wir ja auch mal hier virtuelles Bier-Tasting, nicht Tasting, also ganz normales virtuelles Bier-Trinken gemacht. Während der Corona-Zeit hat es auch länger als eine Stunde zumindest gedauert. Naja, wenn ihr Google Meet nutzt, habt ihr auf jeden Fall da auch wieder einen Vorteil. Und wenn ihr Telekom Streamon nutzt, habt ihr auch einen neuen Vorteil. Telekom Streamon ist ja der Zusatzdienst, der zugebucht werden kann, wo dann diverse Dienste, hauptsächlich Streaming und Social Media, integriert sind, die dann nicht mehr auf den jeweiligen Telekom-Datentarif angerechnet werden. Also man spart seine Daten und da werden immer wieder Dienste hinzugefügt und aktuell ist Streamer, der Messenger, jetzt auch dabei. Ich weiß nicht, ob der so viele Daten verschlungen hat, aber zumindest wenn ihr Streamer nutzt und vielleicht kann man oder schickt man darüber ja auch Videos und Fotos, das sind dann ein paar Daten mehr, dann ist der jetzt, wenn ihr Streamer habt, auch dabei und belastet nicht mehr euren Telekom-Datentarif. Schöne Sache, nimmt man gern mal mit. Und das war's dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Mittwoch, bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.